Das Shogunat befindet sich noch in einem sehr, sehr frühen Stadium. Wir haben aber schon das erste Dorf entdeckt und wollen demnächst anfangen, unseren Rat zu bauen. Und damit herzlich willkommen zurück zu. So. Okay, also wir wollen uns jetzt weiter bewegen. Hügelland ist wie immer in solchen Spielen schwierig. Okay, toll. Und da sind da Berge, schade. Das passiert, haben wir halt eine Sackgasse gefunden. Und wir versuchen mal hier so ein bisschen um den Wald rumzulaufen mit unseren Kriegern. Genau, und dann springen wir auch schon in die nächste Runde und haben die erste Erforschung fertig. Was schon mal richtig, richtig gut ist. Und wir haben eine Kulturfähigkeit. Fertig. So, zu den Kulturfähigkeiten. Also, wir haben hier lokale Reformen. Das sorgt dafür, dass wir 5 Runden lang verbesserte Einnahmen haben. Das ist echt nicht zu unterschätzen, genauso wie Stadtgründen nicht zu unterschätzen ist. Städte tendieren dazu, alle Felder um sich herum schneller einnehmen zu können. Das heißt, es ist sehr sinnvoll, eine Stadt mal an diesen Eckpfeilern hier zu bauen. Dann hat man mehr Felder, die man darum herum erobern kann. Und das ermöglicht einem halt mehr Einwohner. So, gucken wir hier auf Stammes. Ja, theoretisch auch die Möglichkeit, mehr Nahrung zu nehmen, um dann schneller vorankriegen zu können. Oder uns eine Kriegerschar zu holen, noch eine. Also noch mehr Krieger. Ist natürlich für die Erkundung irgendwie nett, aber das würde ich jetzt erstmal nicht machen. Ich würde sagen, dass es tatsächlich sinnvoll sein kann, jetzt schon relativ früh hier rauf zu gehen. Dann könnten wir hier reingehen und versuchen, halt hier in die Richtung auszubreiten. Genau, denn wir wollen ja bald ein Jagdlager bauen. Das haben wir da. Na, gucken wir mal. Also wir könnten auch hier hingehen, um dann hier diese Geländefelder zu kriegen. Aber wenn wir jetzt hier hingehen, dann kriegen wir die. Also es gibt nicht so richtig was Gutes, vielleicht auch um diese Jagdlager schnell zu kriegen. Vielleicht ist es auch sinnvoller, auf den Hügel zu gehen, aber hier ist halt Gebirge, das nervt halt. Also wenn dann vielleicht der Wald. Na gut, ich würde sagen, können eine Stadt hier hinbauen, hier hin, dahin, dahin oder dahin. Also hier können wir es zum Beispiel nicht hinbauen. Schon mal interessant. Ne? Können halt keine Ressourcen überbauen, deswegen können wir es auch hier nicht hinbauen. Wald kann man überbauen, weil der nicht als direkte unveränderliche Ressource gilt. Aber ich würde sagen, wir nehmen jetzt mal die Richtung oder die Richtung. Also hier könnten wir halt einfach schneller den Flachs. Ich glaube, Flachs ist das und das Marmor kriegen. Ich glaube, das ist dann doch insgesamt ein bisschen besser. Hier könnten wir halt schneller an den Wein rankommen. Dann das. Ja, ist ja doch irgendwie alles schwierig. Also Marmor brauchen wir später auch noch. Ich würde gerne auf Ingenieurskunst gehen und da ist Marmor dann echt gut. Aber wir fangen erstmal hier an mit der Stadtgründung in die Richtung und gucken mal, was dann passiert. So. Wir haben Aomori errichtet. Das ist auch schön. So, und jetzt haben wir hier die ganzen Felder, die halt quasi sozusagen vergünstigt geholt werden können. Warte kurz, ich versuche kurz mal, wie nennen das? Damit meinte man die. Nennen. Na gut. Und dann gucken wir mal, wo wir jetzt hier so hinkommen. Ah ja, wir haben hier auch Schafe und alles. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Hier versuche ich mal nach Süden. Boah, das Gebirge ist groß. Okay, gut, dass ich nicht hierhin gebaut habe. Das hätte mich doch arg geärgert. Auch typischer Fehler. Ja, erst bewegen, dann. So, jetzt würde ich sagen, weil wir das. Also, wir haben Wein in der Nähe. Das heißt, Plantagen werden sich lohnen. Arbeiter lohnen sich halt auch. Wenn wir dann später auf. Wenn wir dann später auskundschaften, ist halt cool, weil wir kriegen halt einen kostenlosen Kundschafter. Aber ich befürchte fast, wir können das noch nicht angucken. Ach,
Es gibt keine Vorschau. Na gut. Es ist jetzt die Frage. Also schauen wir nochmal auf die Karte. Nee, da wollten wir nicht rein. Hier wollten wir rein. Also wir haben die beiden Felder. In den Flachs. Das ist doch Flachs. Genau. Und das gilt für so Bauernhöfe. Können wir das irgendwie suchen? Ja, genau. Ich möchte eigentlich gerne wissen. Ja, das bringt mich jetzt alles nicht weiter. Schade. Ist halt die Frage, brauche ich, um Flachs anzubauen, brauche ich dann halt Bauernhof oder Plantagen? Weil wenn ich den Bauernhof nicht brauche. Ah, so. Chef. Zu seinem Nachbarn Flachs in Hülle und Fülle anbauen. Dutzend verschiedene Feldfrüchte anzubauen konnte. Okay, das ist nicht hilfreich. Was ist das? So, weil gucken wir mal hier rein. Nee, da wollten wir jetzt nicht reingucken. Ergebnisbericht. Diplomatie. Infopedia. Nee, das ist genau das. Das ist ja schlecht. Weil mir das gar nichts hilft. So. Sagt vielleicht der Flachs selber, dass ich was brauche? Nee, okay. Also gut. Das heißt, wenn ich Ackerbau nicht unbedingt machen will, Nahrungsvorrat, das will ich unbedingt machen. Ja, okay, dann machen wir erstmal Arbeiter. Und dann würde ich doch sagen, gehen wir einfach in die nächste Runde. Dann sind wir auch kurz davor, unseren Reiter zu kriegen, unseren Kundschafter. Was ja schon mal nicht schlecht ist, dann gehen wir nach hier, genau, um durch den großen Wald dann durch. So, ich versuche euch hier in der Nähe zu halten. Gut, diese Runde haben wir jetzt nichts zu tun. Ich möchte tatsächlich hierauf sparen, weil so weit komme ich jetzt gerade aktuell nicht. Mit zwei EP pro Runde. Ja, und ich will immer noch versuchen, Wissenschaft zu spammen. So, also wir sehen jetzt, der läuft nach da, der kann nach da. Also da haben wir auch den aber rumlaufen. So, wir schicken mal den Kundschafter nach hier. Dann gucken wir mal. Boah, großer Wald. Gut, dass wir da durch können. Ach, da sind Barbaren. Na gut, dann gucken wir doch gleich mal, dass wir uns gegen die Barbaren behaupten. Außerdem können wir dann ein bisschen War XP. Sofern, naja, ich kann sagen, dass. So, okay. Super. Okay, dann können wir die auch nach hier oben ziehen. Das können wir schon mal machen. Dann können wir Region aktivieren. Wir wollen kein Stadtzentrum, wir wollen den Rat. Genau, und dann sagen wir jetzt Runde beenden. Und gucken mal, wo uns das hinführt. So. Okay, ja. Oh. Haben die Barbaren tatsächlich meine Einheit kaputt gemacht? Frechheit. Okay, so, dann gucken wir mal. Okay, hier ist jetzt Wald. Alter, Alter. Okay, wo ist denn. Ach so. Aha. Ja. In dem Fall gar nicht so schlecht. Ja, oder doch? Ich habe auf jeden Fall mehr Moral. Die großen Armeen Edos sind geschlagen. Gut, wir gehen erstmal weiter und gucken mal, was wir mit den Barbaren machen. Okay.
So, wir gucken jetzt einfach mal, dass wir die angreifen. Ja. Schön. Dann machen wir es doch aus der Nutze. Wir gehen auf zurück. Das ist das Sinnvollste, was man in diesem Spiel tun kann, diese Option nutzen. Und ja, ich lass die hier. Was ist das für eine Option? Ne, genau. Wir wollen die, dass die Armee Wache hält und sagen, die Runde beenden wir. Und dann, ja, wenn wir in die nächste Runde wechseln, sage ich danke, dass ihr mir bis hierhin zugesehen habt. Wir haben den ersten Kontakt zu Barbaren und tatsächlich trotzdem unsere Einheit verloren. Hat leider keinen großen Unterschied gemacht. Ja, würde ich sagen, danke, dass ihr mir bis hierhin zugesehen habt, wie ich anfange, die Welt zu erkunden und meine ersten Technologien abgeschlossen habe. Wir sehen uns im Spiel auf der Endcard und im Zug zwischen Dortmund und Köln. Ihr informiert euch über die Links in der Beschreibung, über rechtsradikale und neoliberale Machenschaften, um diesen aktiv und mit Wissen entgegentreten zu können. Und dann viel Spaß beim selber errichten eurer eigenen Zeitlinien in Millennia. Wünscht euch euer Aha.